swallow it up if the pressure is up and the feeling I've got is I'm not gonna stop. We are back in the early morning. Ooh. Back in the early morning. Ooh. So here we go, it doesn't pay and you protect me no more. When I get up, I break it down, I double back and for sure I go back to zero. Herzblut waren dabei offenbar auch wieder die Geheimdienste am Start. 1 Live Update. Heartbleed, die größte Internetsicherheitslücke, die bisher aufgedeckt wurde. Im Grunde ist es eigentlich nur so ein Fehler in einem Verschlüsselungscode, aber dadurch soll man wahnsinnig viele Daten abgreifen können. Und jetzt heißt es wieder mal die Böse, wir wollen alle eure Daten. NSA hat wieder mehr gewusst als wir alle. 1 Live Reporter Martin Ganzemeier ist in den USA für uns. Martin, was genau soll die NSA denn jetzt schon wieder davon gewusst haben? Also die Finanznachrichtenagentur Bloomberg News, die hat das gestern berichtet. Die ist normalerweise sehr seriös, zuverlässig. Und Bloomberg hat sich diesmal auf zwei nicht näher beschriebene Informanten berufen. Und die sagen Folgendes: Der amerikanische Geheimdienst soll die Sicherheitslücke in der Verschlüsselungssoftware eigentlich schon seit über 2 Jahren gekannt haben. Also praktisch schon kurz nachdem der Fehler Anfang 2011 einprogrammiert worden ist. Wie wir mittlerweile ja wissen von einem jungen deutschen Programmierer. Und die haben das dann auch zu ihren Zwecken genutzt. Was hätte die NSA denn damit machen können? Also die kann vor allem damit dann Passwörter abgreifen. Und wenn man die Passwörter erstmal hat, dann kommt man eigentlich an alle möglichen anderen Informationen. Von E-Mails über Facebook-Daten, andere soziale Netzwerke bis hin zu Online-Banking. Also man kann auch Kontenbewegungen im Prinzip nachvollziehen. Okay. Und du hast es aber schon gesagt, sowohl US-Regierung als auch Geheimdienst NSA haben das allerdings sehr schnell und sehr deutlich dementiert. Anders übrigens als bei früheren NSA-Berichten. Genau, also es wird ja immer dementiert, ne? Dementiert und weiter. Wie glaubwürdig ist sowas denn, wenn Sie es jetzt wieder sagen, nee, ist nicht so? Ich glaube, das ist genau das Problem. Bei anderen NSA-Spähprogrammen der NSA, da wissen wir ja, dass eigentlich das Prinzip der NSA war, das Ausnutzen von Schwachstellen der Computersoftware. Das gehört quasi zum Werkzeugkasten. Und dem gegenüber stehen jetzt diese entschiedenen Dementis, aber die gab es auch früher schon und dann kam hinterher doch raus, naja, da war doch was dran. Der junge deutsche Programmierer übrigens, der hat sich ja verwahrt dagegen, ihm so eine Absicht zu hinterstellen oder dass er möglicherweise sogar mit der NSA zusammengearbeitet hat. In den amerikanischen Medien sagt man, die Dementis seien diesmal glaubhafter als früher. Ich traue mir ehrlich gesagt keine Prognose mehr zu, ob das stimmt und wer recht hat. Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen rausfinden. Die NSA soll schon wieder alles gewusst haben von der Sicherheitslücke Heartbleed. Sie selbst sagt aber, nee, stimmt gar nicht. Martin Ganzemeier aus den USA hatte die Infos für euch. Update in 1 Live. In blanken Nese. Sie trug die Haare so wie Jonathan Miese. Ich liebte ein Mädchen in der Hafen City. Die ging nachts los und bombte.
mir bei, das verbotene Wort. Ich liebte ein Mädchen in Altona. Sie war wie der Winter, kalt und klar. Ich liebte ein Mädchen in Hammerbrook. Es digital, dann analog. Ich liebte ein Mädchen in Finkenwerder. Leider war auch jedes Mal ihr alter Herder. Ich liebte ein Mädchen auf St. Pauli. Sie mochte es am liebsten, wenn ich ganz laut schrie. Doch dann wurde es mir in Hamburg zu klein. Und so zog ich in ganz Deutschland ein. Ich hab sie alle geliebt, Rom, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war's jedes Mal für immer. Hab sie alle geliebt, Rom, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war's jedes Mal für immer. Ich liebte ein Mädchen in Frankfurt oder wir fuhren durchs Land in ihrem alten Skoda. Ich liebte ein Mädchen in Salzgitter. Wir folgten mehr Jungs als den Papst auf Twitter. Ich liebte ein Mädchen in Eisenach. Leider hat sie auch die anderen beiden heiß gemacht. Ich liebte ein Mädchen in Magdeburg. Ich tanzte mit ihr eine Nacht lang durch. Ich liebte ein Mädchen auf Helgoland. Sie war Königin der Insel, selbst ernannt. Ich liebte ein Mädchen in Köln. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. Ich liebte ein Mädchen in Schwerin. Sie war pleite wie Berlin. Doch dann wurde es mir in Deutschland zu klein und so zog ich in die Welt. Ich hab sie alle geliebt, Rom, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war's jedes Mal für immer. Hab sie alle geliebt, Rom, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war's jedes Mal für immer. Sie hat mehr geraucht als Helmut Schmidt. Ich hab sie alle geliebt, Rom, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war's jedes Mal für immer. Hab sie alle geliebt, Rom, Berlin und Paris. Und wenn ich mich erinnere, irgendwie war's jedes Mal.
Gitarre. Ein Radiokonzert. Hey, I'm Ed Sheeran and I really want to see you at the 1 Live Radio Concert. 1 Live Radiokonzert. Mit Ed Sheeran. I'm out of touch, I'm out of love. I think I love you better now. 22. April, Kulturkirche Köln. The smaller the gig, the more energy, the better the atmosphere. Tickets gibt's für kein Geld der Welt, sondern nur zu gewinnen. Ab Montag in 1 Live und im Netz auf 1live.de. Ed Sheeran, exklusiv im 1 Live Radiokonzert. Only on 1 Live. Stauschau. Um 3:30 A40 Essen Richtung Venlo. Zwischen Kreuz Duisburg und Duisburg-Rheinhausen Baustelle 5 Kilometer Stau. A40 Venlo Richtung Essen. Zwischen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Häfen Baustelle 4 Kilometer stockend. A44 Mönchengladbach Richtung Aachen. Zwischen Altenhofen und Alsdorf Baustelle 2 Kilometer stockend. Die A44 Dortmund Richtung Kassel ist in Höhe Warburg nach einem Unfall bis ungefähr 16 Uhr gesperrt. Im Moment 3 Kilometer Stau. Die A45 Hagen Richtung Gießen ist zwischen Lüdenscheid Süd und Meinerzhagen wegen Bergungsarbeiten bis zum späten Nachmittag gesperrt. Im Moment 6 Kilometer Stau. Weicht am besten ab Lüdenscheid über die U18 und die U20 aus. Und A59 Duisburg Richtung Dienstlaken zwischen Kreuz Duisburg und Meiderich. Baustelle 3 Kilometer stockend. Eins live. Hallo lieber 1Live-Sektor, Benne Schröder ist hier. Dieses Jahr wird es besonders viele Blutmonde geben. Also das ist, wenn der Mond so am Himmel tiefrot wird. Das hat irgendwas mit der Venus zu tun, das klären wir jetzt aber gar nicht. Aber es gibt jetzt Leute, die haben eine Internet-Community gegründet, weil die eben daran glauben, dass diese vielen Blutmonde in Folge den Weltuntergang in diesem Jahr ankündigen. Sie sind sich da allerdings nicht so einig. Sie haben zwei Termine genannt, also entweder im September oder dieses Wochenende. Ja, guck mal kurz raus. Ja, ich würde sagen im September, ne? Thinking that we could be.
for trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Kurz nach 3:30, in 4,5 Stunden geht's los. 1 Live. Sektor-Events. Und zwar in Paderborn, im Audimax der Uni in Paderborn. 20 Uhr startet nämlich die 1 Live Hörsaal-Comedy. Für heute Abend gibt's leider keine Tickets mehr. Die Premiere ist komplett bis auf den letzten Hörsaalplatz ausverkauft. Für welche Hörsäle im Sektor es auch noch Tickets gibt, das erfahrt ihr natürlich bei uns im Netz auf 1live.de. Nächste Location, Münster, Gleis 22. Da gibt's heute Abend Elektro-Rap von Rakete. Das sind 6 Jungs, die machen so eine wahnsinnige Mischung aus Elektro. Es gibt Rock dabei, Dubstep, Reggae, Hip-Hop, wirklich alles dabei. Los geht's um 21 Uhr in Dortmund, in der Westfalenhalle. Präsentiert von 1 Live. Bekommt ihr heute Abend die Broilers? Und jetzt kommt's. Wir haben hier noch Tickets liegen, wenn ihr hin wollt, zu den Broilers. Ruft an 0800 5678 111. Los geht's in Dortmund um 20 Uhr heute. Letzte Sache. Köln im Bürgerhaus Stollwerk bekommt ihr heute Abend Family of the Year. Hier mit Hero kennt ihr aus 1 Live. Machen Indie, Folk, Pop. Sehr nette Sache. Los geht's um 21 Uhr. Sektor Events in 1 Live. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant. But I was wondering if there was something that you wanted to know. Now think about it. I've been to London, I've been to Paris, even where they're in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did a show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No, 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 no. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you.
you make me wanna sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girl, yeah. All over the world. Oh, no. I could be chasing, but my time would be wasted. Wow. They got nothing on you, nothing on you, babe. They might say hi, and I might say hey. Live mit Benne Schröder. Black Keys, N1 Live und Fever. Was macht euch eigentlich so richtig aggressiv? Ist es eher stundenlange Rumballerei oder vielleicht auch eine kleine rosa Prinzessin? Ich brauche gar nicht eure Antwort, ich weiß es nämlich. Es ist die Prinzessin. Wir haben den Test selbst gemacht. Also, es geht dabei um eine Studie von der Super-Uni in Oxford in England. Und bei dieser Studie ist eben rausgekommen, gar nicht die brutalen, schlimmen Killerspiele machen uns aggressiv zu wahnsinnigen Monstern im realen Leben, sondern diese kleinen, netten, bunten, süßen Handy-Games. Candy Crush, Pflanzen gegen Zombies, Flappy Birds und was weiß ich nicht noch alles. Und zwar, weil uns diese Spiele so unfassbar frustrieren.
deshalb werden wir dadurch so wahnsinnig aggro. Wie gesagt, wir haben es getestet und waren beim Gamer-Stammtisch in Düsseldorf und haben einfach mal so ein paar Handy-Games rausgegeben. Oh Mann, ist das eine Scheiße hier. Ah, und jetzt kommt das eigentlich schön an unserem Test. Ihr könnt das nicht nur hören, wir haben das Ganze auch in Bildern. Klickt euch mal rein auf 1live.de. Da gibt's dann nämlich eine Bildergalerie und zu jedem Bild gibt's dann eben auch oben so ein entsprechendes Audio. Da könnt ihr dann die Menschen zu angucken und auch noch gleich hören, die Handy-Games-Songs und völlig abgehen. Auch mal nur ganz kurz vielleicht. Also nur mit so einer kleinen Spitze, so einem kleinen Mini-Ausraster. Nein! Ausraster mit Foto und Handy-Games spielende Menschen anzugucken bei uns im Netz auf 1live.de. Ah, gibt's doch gar nicht. Böse Fee. Boah, scheiße. Sagt man nicht. Für den Sektor Crow 1 Live. Yeah, Baby, nimm meine Hand, ich hab alles schon gepackt, komm, wir beide gehen weg von mir. Sieh, der Chat ist getankt, ich hab Geld auf der Bank und noch jede Menge Plätze hier. Und immer wenn du einsam bist, komm ich rum, du musst nie wieder alleine sein. Denn immer wenn ich dich sehe, macht es immer tick, tick, boom, so wie deinem Mann. Aha. Und alle anderen Girls wären gern wie du.
ich bin verliebt und hab keine.